So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen. Ja, eine neue Aufnahmesitzung. Ich hatte so ein paar Probleme und zwar ist gestern der Strom oder das Internet ausgefallen wegen eines Blitzeinschlages und ich weiß nicht mehr, was ich gestern geplant hatte, was wir machen wollten. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Stahl und ich glaube, ich habe die Fahrstühle, die ich haben wollte, gebaut. Genau, Aufzug und Lastenaufzug. Das heißt, genau, erstmal da hinten den Lastenaufzug, der nach unten gehen soll. Dann haben wir nämlich auf der Seite schon mal den Input, sag ich mal, behoben. Kriege ich das einen tiefer mit genauer Platzierung vielleicht? Nee, das ist falsch, nicht? Warte mal, das ist so rum. Ja, aber du musst einen tiefer. So. Genau, wunderbar. Und dann in wenigen Sekunden überträgt der Strom. Oh, ich weiß nicht, ob der Strom überträgt. Wahrscheinlich nicht. Ich habe hier doch irgendwo das Bohrloch. Hier. Nein, der überträgt keinen Strom. So viel dazu. Das heißt, über dieses Loch müssen wir irgendwie Strom reinkriegen. Wir kommen auch hier nicht raus. Okay, das Ding können wir hier hinstellen. Das ist kein Problem. Ich weiß halt nicht, wie wir hochkommen von hier. Wir haben keine vertikale Sache bisher freigeschaltet. Das heißt, das ist ein Problemchen. Ich komme doch gar nicht ran. Gefällt mir eigentlich auch gar nicht die Stelle. Beim anderen hatten wir ja so ein Ding nach oben. War eigentlich besser. Aber hier nicht möglich. Wo sind die Kabel da? Kann ich denn so nach oben bauen? Das geht? Okay, wir müssen leider Respawn machen, weil ich sonst nicht unten rauskomme. Da habe ich mich ein bisschen verbaut dann. Habe ich denn irgendeinen Müll? Oh, die Dinge hätte ich noch ablegen können. Stimmt, die hatte ich geholt, nicht? Für drüben. Und komplett vergessen. Naja. Oh. Niemand ist in ein Loch gefallen. Genau auf der Höhe hier, nicht? Ja, auch irgendwie doof, nicht? Ich gehe jetzt hier runter, dahin, um dann wieder hoch und dahin zu gehen. Ich hätte eigentlich auch so einfach rüberziehen können, den Strom. Hüpf für die Hüpf. Ja, aber dem Spiel fehlen auf jeden Fall noch so Elemente wie Tiere, Gegner. Auch wenn es nicht viele sind und bloß nicht so Angriffe oder sowas. Sowas nervt, aber so zum Erkunden, irgendwelche besonderen Sachen, Rezepte, die man freischalten kann, sowas fehlt auf jeden Fall. Und die Rezepte sind dann von Gegnern bewacht, für die man vielleicht Waffen freischalten muss. Oder irgendwelche, vielleicht auch nicht Waffen, sondern eher Fallen oder so. Man muss ja nicht immer aggressiv gegen alles vorgehen. Oder man muss die zähmen, indem man Nahrung herstellt für sie oder sowas. Da könnte ich mir dann die Nahrung auch irgendwie sinnvoll vorstellen in so einem Spiel. Aber zum Beispiel bei Hydroneer finde ich die Nahrung einfach merkwürdig. Hier war es doch irgendwo, unser Bohrloch. Ich hoffe, ihr kommt von... Achso, kommt sogar direkt da oben raus. Das ist ja perfekt. Dann nach da, oder? Zack, die Bohne. Alles, was im Weg ist, muss leider weichen. Das leider könnte aber streichen.
Okay, jetzt sollten wir da rankommen. Wir haben aber nur noch 8 Masten. Das könnte ganz knapp werden. Hoffen wir mal nicht. Und den wollen wir mal über Wasser setzen. Und damit haben wir es angebunden, hoffe ich. Und ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn wir vielleicht ein paar Leitern bauen. Ich meine, hier wirklich einen Fahrstuhl hinzubauen, ist wirklich keine gute Idee, wie gestern gemeint wurde, nicht? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Oh. Das können wir noch wegnehmen. Aber das sieht hier nicht gut aus. Das muss abgeschlossen werden. So. Oh, verdammt. Okay, wunderbar. Zank, zank. Und dann fehlen noch 4 oder so. 5? Machen wir 5. Und eigentlich auf der anderen Seite oder so auch nochmal. Es wären sogar mehr. 6 hätten gefehlt. Weil ich finde eine schmale Treppe nicht, da fällt man runter. Man könnte auch so eine Art Treppenhaus oder so bauen. Aber nee. Gibt es die Dinge eigentlich auch abgeschrägt, dass man hier drunter so eine Schräge dran machen könnte? Mir fehlen so ein bisschen Dekoblöcke. Ich weiß, man kann ein bisschen was erforschen. Aber was mich wundert, dass hier noch nichts ankommt gerade. Könnte sein, dass der hier nochmal Strom braucht oder so. Da kommt auf jeden Fall nichts an. Shit. Okay, wir müssen das nochmal wegnehmen. Ah, wartet. Wie kriegen wir das hin? Da reinzufallen? Oh shit, ich komme hier nicht raus. Kann ich mich ducken? Okay, müssen wir das kurz wegnehmen. Kein Strom. Aber warum hast du keinen Strom? Offline. Warum bist du offline? Okay, merkwürdig. Wir müssen uns irgendwie einen Weg runterbauen. So ist natürlich jetzt eine scheiß Situation, gerade wenn man die buggen muss. Wir können natürlich noch ein Loch durch die Decke bauen, da kann ich ja nicht wieder hoch. Ich habe keine Leitern. Wir könnten kurz, das wäre vielleicht sinnvoll. Dann können wir uns so ein Tunnelding haben, so eine Leiter mal erforschen. Ich meine, die kosten 15 Level 1 Forschungspakete. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Habe ich noch Rohre? Ja. Das heißt, die könnten wir auch dann direkt herstellen. Sehr gut. Ja, und Laufstege nicht, dass ich hier nicht immer hoch runter muss und so eine Sachen, wären halt auch eine coole Sache. Wir könnten nämlich mit dem Fahrstuhl in die Höhe gehen. Aber man muss immer bedenken, man muss die Sachen dann auch alle hochbringen. Deswegen bleibe ich eigentlich gerne so in der Nähe des Bodens und zimmer lieber den Boden weg. Ich glaube, es ist beides gleich aufwendig. Leitern wurden freigeschaltet. Dann leitern wir die mal durch. 19 sollten reichen. Und dann bauen wir neben dem Ding vielleicht auch noch einen Eingang.
So, und irgendwas muss ich ja hier verkackt haben. Also der ist angeschlossen, der ist angeschlossen, der ist angeschlossen, der ist angeschlossen. Der ist angeschlossen. Hier schon wieder. Hä, was ist denn da passiert? Das hatte ich gestern schon mal, sowas. Und ich glaube, das passiert manchmal nach dem Laden. Mal, hier können wir sehen, ob es klappt. Oder wir können direkt hier neben uns runterbohren, nicht? Für die Treppe. Wow, mein Browser möchte Zugriff aufs Internet haben. Das heißt, mein Internet ist schon wieder weg gewesen. Das ist ja sehr stabil heute. Aber da kann ich leider nichts dran ändern. That is the Internet. The Internet of today ist halt ein Problem. Aber da kümmere ich mich nicht drum. Wir machen die Aufnahme fertig. Dann ist es halt so. Da steckt man nicht drin, leider. Wir leben in Deutschland und in Deutschland hat man jederzeit damit zu rechnen, dass das Internet einfach ausfällt. Oder gar nicht erst vorhanden ist. Du, du. So, Leitern hier runter. Du, 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 du. Du, 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 du. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Leiter. Du, du, du. Ja komm, dann haben wir hier das Ding auch weg. Dann haben wir doch einen wunderbaren Aufgang. Ich weiß gar nicht, macht das Sinn, hier noch eine höher zu machen, nicht? Das sieht doch ein bisschen besser aus. Wir hätten das auch seitlich machen können. Nee, das Ding ran. Ja, komm, das ist doch noch cooler. Das sieht denn nicht so aus, als ob wir an diesem Erdblock hängen. Können wir den oben auch nochmal ein bisschen anders gestalten? Die habe ich vergessen. Ah. Aber Internet und Serverstabilität, ich sag's euch. Vielleicht in 200 Jahren werden wir da auch hinkommen. Dass wir nicht mehr sagen müssen, oh mein Gott, ich bin offline. Oh mein Gott, das Internet ist weg. Aber es bleibt ein weiter Weg bis dahin. So. So sieht's doch besser aus, oder? Ja. Jetzt haben wir hier zur Not einen Abstieg, wo wir runter können. Aber wir sehen, die Dinge arbeiten immer noch nicht. So, warum nicht? Weil ich das nicht auf Output gestellt habe. Gut, dass wir die Möglichkeit haben, nochmal runterzugehen. Da habe ich echt vergessen. So. Und dann kommt hier das Zeug nämlich auch an. Und wartet mal, dann können wir doch hier direkt. Das wäre cool gewesen, wenn das hier drüber gewesen wäre. Hätte man direkt hochlaufen können bis hierhin. Zack, jetzt kommt es auch an. Endlich. Wunderbar. Schön. Perfekt. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall Treppen, Aufgänge. Hier kommt das Zeug rein. Aber das ist ja auch nicht das Problem. Unser Problem ist, dass das Zeug nicht mehr reinkommt. Und da habe ich aus dem anderen Lager das geholt. Und dann kann nämlich Stahl hergestellt werden. Das ist doch schon mal schön. Guck mal, wie das fließt. So, und der hier wird natürlich relativ zeitnah leer laufen. Ihr seht, wie schnell es hier runterballert.
Dementsprechend müssen wir dafür nachsorgen. Er müsste eigentlich noch... Ja, da füllt sich jetzt langsam und dann läuft der hier nämlich auch irgendwann voll. Weil wir noch die Fabrikanzahl könnten wir noch verdoppeln. Also, nee, sogar verdreifachen, nicht? Genau, wir haben jetzt zwei Dinge angeschlossen. Wir können nochmal zwei Dinge anschließen und nochmal zwei Dinger. Das sollte also für den Stahl eine ganze Weile reichen. Wahrscheinlich laufen hier eher die Ressourcen aus, bevor ich das hier jemals erweitern muss. Aber egal. Es funktioniert, wir haben Stahl. Ich nehme den Stahl mit, weil wir ihn brauchen. So ein 100er an Stahl in der Tasche zu haben, ist immer nicht schlecht. Dann haben wir den 100er in der Tasche. Und jetzt geht's dahin. Habe ich die Sprengladung mit? Ich habe die Sprengladung mit. Und dann würde ich sagen, sprengen wir uns doch glücklich. Wie machen wir denn das? Ich würde sagen, wie auf der anderen Seite, oder? Eigentlich ist das mit dem Leitern besser. Eigentlich muss ich gar nicht richtig sprengen. Da muss ich alles von Hand bauen. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Ich habe halt Angst, dass ich sonst die Ressourcen weghaue. Wir buddeln uns erstmal hier nach unten. Oh, warte mal, wie weit waren die unten? Weil die waren auf 119 und die auf 115. Okay, das müsste also auch gleich hier sein. Nicht so tief. So, hier irgendwo hätten sie sein müssen. Noch dichter, noch weiter ran. Okay, kann ich mit leben. Okay, das ist auf jeden Fall mehr, als ich gedacht hätte, dass ich da ran muss. Auf 115 sagt er. Also eigentlich ja hier drunter. Warte mal, wir können das doch scannen. Sag mir das doch. Da rechts. Wir sind links daneben. Wow. Schön. Habe ich ja richtig gut gebaut. Wir haben ja den Sand. Wir können ihn ja wieder hinmachen. So. Die Karte hat mich angelogen. Okay, nochmal. Wo? Okay, also auf der Höhe am besten graben. So dass wir dann mittig von dem Ding in etwa sind. Von der Höhe. So, das reicht. Und jetzt können wir doch die Sprengladung aber verwenden, oder? Ja. Hier ist die Frage nur, wie viel Sand sprengen die weg? Wir testen. Deckung! Sehr viel Sand. Zum Glück noch nicht die Ressource erwischt. Das war aber knapp. Wenn ich hier nochmal springe, nicht, dann springe ich die Ressource leider mit weg. Da sind wir schon da. Das heißt, das hier ist so das, was wir abgraben müssen von Hand. Und den Raum dahinter haben wir schon, wo der Fahrstuhl hinkommt. Das ist doch optimal. Jetzt müssen wir halt nur genug Platz schaffen, dass wir so die Ressourcensammler drumherum platzieren einmal. Und dann kriegen wir das
Ignum oder wie das heißt, hier wieder automatisiert rein. Ah, der Sand ist auch herrlich zum Abbau, nicht? Mit der erhöhten Abbaugeschwindigkeit geht das ja ratzfatz. Wir haben genug Sand, um die Lücken wieder zu füllen. Alles gut. Okay. Nochmal scannen. Ah, haben wir in etwa. Noch ein Stück was zur Seite können wir. Was mir hier leider ein bisschen fehlt, also welches Spiel halt, sag ich mal, perfekter war gegenüber dem hier, war schon damals Imperion, bevor sie es angefangen haben, stark zu ändern. Also die Story, da ist so wenig Liebe eingeflossen, gerade vom UI her. Das hat das Spiel so ein bisschen gekillt für mich. Aber an sich und dann auch die Mechaniken, die Physik, die ständig geändert wurde, immer schlechter wurde. Da hatten wir ja einmal versucht zu spielen, aber der Bodengleiter zum Beispiel war nicht mehr zu steuern. Das war richtig schade. Aber so ein Spiel einfach super genial. Und Starfield, nicht? Dachte ich, wird halt wie Imperion die Freiheit, Raumschiffe zu bauen und alles zu entdecken, aber ist ja dann am Ende doch eher ein Riesenflop geworden. Ich meine, wir hatten eine schöne Stunde damit, ein paar gute Momente, aber so im Ganzen, das ist, glaube ich, kein Spiel, an das ich mich in 20 Jahren erinnern werde und sagen werde, ah ja, sowas wie Starfield, gerne nochmal, mehr davon. Ich meine, in den Grundzügen okay, ja, da war es nett. Aber man hat auch da die Lieblosigkeit gemerkt. Und auch Konzept-Einfallslosigkeit, schweres Wort. Also da hätte man auf jeden Fall mehr machen können. So. Ist die Frage, auf welcher Höhe wir den Boden reinzimmern. Auf der Höhe? Nee, auf der Höhe schon gut, oder? Also das wäre noch eins höher dann. Da muss ich nämlich nicht hier das Ganze rausnehmen. Ein bisschen runtergehen können die Dinger ja auch noch. Da müssen wir nur eins hoch machen, sonst können die nicht so gut fliegen. Füllen wir die Lücken auf? Man sieht sie zwar nicht, aber ich wüsste, sie sind da. Ich weiß auch, da hinten im Tunnel sind noch ein paar Lücken. Ich habe schon überlegt, die nochmal auszugraben, um die zu füllen. Aber wir machen es jetzt nicht. Wie breit ist der Fahrstuhl? Ah, der ist nicht so breit. Ich glaube, das ist eine gute Ecke, den von der Tiefe dahin zu kriegen. Das passt schon. Das brauche ich hier eigentlich auch nicht mehr. Ah, hier war unser Einstieg, nicht wahr? Ja, den lasse ich mal. Vielleicht machen wir den Fahrstuhl direkt da ran. Nee, nicht. Ja, komm, wir machen zu. Obwohl, wenn ich es zumache, komme ich nicht mehr raus. Weil ich kann von unten schlecht hochbohren. Also geht, aber ist natürlich umständlicher.
So. Das ist natürlich echt eine monotone Arbeit, aber das gehört zu diesen Art von Spielen halt dazu. Ich finde auch, das macht so ein bisschen den Entspannungsfaktor halt aus. Und am Ende sieht man, ah, ich habe was geschafft. Auf jeden Fall mehr, als ich auf Arbeit jemals geschafft hätte. Hab so ein richtiges Arbeitsloch, Tiefloch, Motivationsloch. Das ist richtig schlimm. Aber bei sowas hier nicht, da bin ich motiviert. Dabei ist das eigentlich ja eine ganz stupide Handlung, die man nur machen muss. Und trotzdem denke ich, boah ja, das ist cool. Bisschen erinnert es auch an Seven Days to Die, wenn man eine unterirdische Basis früher ausgehoben hat. Das waren auch noch Zeiten. Boah, ich habe mal angefangen, eine richtig krasse Basis in Seven Days to Die zu bauen. Und dann kam der Patch und ich bin nicht fertig geworden und dann ging das nicht mehr. Zumindest nicht so, wie ich es geplant hatte. Dann hätte ich alles nochmal neu machen müssen und ich hatte irgendwie 20.000 Schrägen verbaut. Das war echt ärgerlich. So, die ziehen wir aber nochmal zu, die Decke. Und ich glaube, auch das hier ziehe ich nochmal zu. Da auch. Und wir haben ja noch die Dinger. Da brauchen wir auch, wie viel? Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Machen wir mal immer. Ah, wenn ich jetzt die hinmache, das würde. Doch, doch, das würde gehen. Wir machen immer 3 auf ein Ding, nicht? 6 also. Und immer ein bisschen verteilt, damit die halt die 3 und die 3. Damit die von den verschiedenen Seiten das Ding auseinandergrabbeln können. Weiß nicht, ob mir das hier so gefällt mit der ganz engen Enge. Bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Ich hätte schon gerne nämlich ein Förderband, was hier so vorbeiläuft und dann zum Fahrstuhl geht. Irgendwo hier, keine Ahnung, wo der hinkommt. Wo die das so raufgeben, nicht? Bei dem geht es noch. Aber das andere geht nicht. Das heißt, eine Wand müssen wir noch leider rausnehmen, Minimum. Lieber 2. Was kriegen wir hier unten? Klaustrophobie, obwohl wir hier unten nie wieder sein werden. Auch sinnvolle Aufgaben. Aber kennt ihr das? Manchmal hat man Sachen im Kopf und man muss sie machen, egal ob die gut oder schlecht sind. Einfach weil man sonst die ganze Zeit dran denkt, boah, hätte ich das mal so gemacht. Okay, Boden haben wir. Pflongs. Können wir hier nämlich wunderbar den rausziehen. Kurve rum. Die stehen auch auf Output. Warum standen die anderen nicht auf Output eigentlich? Die stehen normalerweise automatisch auf Output. So, hier geht es. Aber die Ecke ist auch nicht schön, oder? Das kann man auch nochmal ausbessern. Das Auge ist schließlich mit, wie man so schön sagt. Dann ist mal mit Auge.
Ah, wir müssen auch noch, fällt mir gerade mal ein, Rollercoaster Tycoon spielen, nicht? Ich habe da ja auch mit dem Let's Play angefangen. Habe ich wahrscheinlich noch gar nicht hochgeladen für euch auf YouTube. Aber da will ich auch nochmal weitermachen. Ist echt ein schönes Spiel. Das ist so ein zeitloser Klassiker, aber ich glaube auch nur, wenn man das damals gespielt hat. Sonst ist es schon ein bisschen schwierig. Gerade weil die HD-Grafik halt auch unscharf ist. Da kann ich schon verstehen, wenn man sagt, nicht so geil. Aber der Rest passt ja eigentlich ganz gut. Boah. Kann ich erstmal mit leben. Jetzt der Fahrstuhl. Erstmal den nach unten. Jetzt ist interessant, wir sind ja hier und ich wäre eigentlich eher nach da oben. Also eigentlich wäre es gut, wenn der Fahrstuhl da wäre. Sag ich, aber er ist hier hingebaut. Sonst müssten wir vielleicht eine kleine Sprengung da hinten in der Ecke. Um das zu beschleunigen. Warte mal, wir können auch hier mit... Ich muss ja eh alles abziehen. Weil leider sprengt der meine eigenen Sachen mit weg, habe ich gemerkt. Wir haben so viel Sprengstoff extra angefertigt. Nee. Okay. Geht alles kaputt oder klappt alles? Haltet euch fest, Ohren zu halten. Wow. Genau abgemessen. Und dann kommt der Fahrstuhl eher dahin. Und da springen wir hier auch nochmal weg, diese Wand. Ich glaube, da müssen wir dahin. Was ein bisschen blöd ist, ist wirklich dieser Wurfradius. Man kann nicht genau bestimmen, wo die Sprengladung hin soll. Jetzt, da. Oh, das würde mit gesprengt werden. Warte mal, Steuerung. Ich meine, das ist egal. Wartet mal. Wir müssen das hier eh nochmal wegmachen. Okay. Festhalten. Sprengung. Perfekt. So geht das. Und jetzt ist gut, dass wir den Sand aufgehoben haben. Dann können wir nämlich wunderbar schnell alles auffüllen. Als ob nie was explodiert wäre hier. Ah, fühlt sich ein bisschen schöner an, oder? Von der Raumgröße auch. Vielleicht ist auch die Decke hier ein bisschen zu niedrig. Die Decke auf der Höhe wäre vielleicht besser. Dann macht nämlich auch das Ding hier Sinn, dass wir dann da vielleicht den Fahrstuhl dranhängen. Aber das ist sehr weit vorne, nicht? Ich will den ja hier hin haben. Naja, wir bohren uns eine neue Lücke. Denn wir haben Mut zur Lücke. Wir müssen ja gar nicht hier so breit gehen. Dann machen wir das einfach so. Das entfernen wir nochmal. Ab hier. Und ach komm. Wir tricksen ein bisschen. Wir machen es wie die alten Ägypter. Oh, das ist unser Ausgang da. Naja, gut. Dann müssen wir uns einen anderen Weg raussuchen. Sind wir halt lebendig in unserem eigenen Grab mit eingebaut. Oh, wir haben gar nicht mehr genug Sand. Das ist schlecht. Zu viel gesprengt. Ich meine, ich würde ja gerne hier einfach die Decke nochmal wegnehmen. Das macht mich irre, wenn die so flach ist. Auch wenn ich eigentlich gar nicht rankomme. Ja, da bin ich so ein bisschen pedantisch, nicht? Nennt man das. Ich kann es nämlich auch nicht sein lassen. Es muss genau dann so sein, dass mein Kopf sagt, so ist okay. Das ist auch mein Problem, warum ich noch nie selber ein Spiel programmiert habe. Immer wenn ich anfange,
auf meinem Weg verliere ich mich in so einer kleinen Detailaufgabe, die ich immer wieder anfange, bis sie mir gar keinen Spaß mehr macht, weil ich merke, ich mache keinen Fortschritt, weil ich halt einfach kein Ergebnis bekomme, obwohl ich vielleicht schon 30 gute Ergebnisse hatte. Aber keins, wo ich sage, jawohl, das ist so, dass ich damit leben könnte. Shit, das habe ich gerade erst gezogen hier, nicht? Naja, gut. Zum Glück ist Sand so weich, dass ich den beim Hüpfen abbauen kann und nicht extra noch ein Gerüst bauen muss oder sowas. So. Ah, die Dinger müssen auch noch weg. Der ist ein bisschen hartnäckiger, der Sand. Na komm schon. An den komme ich ein bisschen schwieriger ran. Ah, komm, Plattform. Geht einfach schneller, als wenn ich hier 3 Tage hüpfe. So, geht doch. Dann ist die Seite okay, die kommen hier raus, die werden hier nach vorne geliefert. So, das heißt, irgendwo auf der Höhe den Fahrstuhl hier und hier auf der Höhe. Dann machen wir den Ausgang von dem nach dort. Und dann kommen die alle hier wunderbar rauf. Dann können wir hier nämlich auch die Stromversorgung hinstellen. Apropos, da muss ich mal einen bauen, nicht? Ich habe keine mehr. Brauche ich mal gleich 2. Oh, die Ecke noch. Dann passt die auch. Muss leider mit weg, die Kante. Es hilft alles nichts. Der Fahrstuhl baut sich ja alleine nach oben. Von daher müssen wir da nichts mehr machen. Wunderbar. Dann haben wir auch wieder 147 Sandblöcke, die wir für was anderes nutzen können. Zum Beispiel, um die Ecke hier auszufüllen. Ups. Ey, meine fetten Finger wehen immer die falschen Sachen aus. Okay. Die Kante muss auch noch weg. So. Da noch. Dann was ich hier mache, auch zu, oder? So, man kann irgendwie den Ziehmodus ändern in horizontal. Ja, besser für hier. So. Schön. Irgendwie cooler, wenn das ein weiter... Ihr seht schon, nicht? Mein Problem. Ich kann sowas dann immer nicht lassen. Die andere Seite macht das ja genauso und die kommt dann mich hier an. Und jetzt können wir den Fahrstuhl nach unten hier hinzimmern. Schön, oder? Jetzt müssen wir oben nur das Gegenstück bauen und hier neben bauen wir jetzt unsere Leiter hin. Ah,
die Kante ist... Ja, gut. Die Kante muss auch noch weichen. Dann können wir nämlich zur Not noch an die andere Seite ran. Genau. Okay, Strom. Wo machen wir den Strom hin? Wenn wir hier irgendwie hinter die Treppe direkt den mit hochziehen. Und am besten wäre wirklich, wenn ich den so drehe, dass ich ihn auch lesen kann. Ich weiß nur nicht, ob das dann so klappt mit dem... Mit dem Anschluss, der ist nämlich da hinten. Das werden wir dann herausfinden. Wir müssen eh zwei Dinger graben. Okay. So. Warum kann da keine Leiter hin? Nochmal weg. Irgendwas blockiert ihn da. Ist da... Ich weiß nicht. Hä? Irgendwas stört ihn. Kann ich in den... Ah, besser. Ja, dieser andere Baumodus ist wesentlich besser. Boah, wir sind tiefer, als ich gedacht hätte. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Treppen nachzimmern gleich. Ich kann nämlich nicht ziehen von da gerade. Ich weiß nicht warum. Luft, Luft, die Luft wird weniger. Oh, Luft. Oh. Auf jeden Fall viel besser als mit Treppen. Ah, jetzt geht's. Wunderbar. Schön. Vier Dinger. Das reicht nicht, muss ich auch neue herstellen. Ja, das dachte ich mir, wenn ich den so stelle, dann geht das nicht. Ah, das geht nur, wenn es genau gerade ist. Also so. Ja, dann muss es halt so sein. Hey! Manchmal wechselt er auch einfach so den Modus. Wahrscheinlich komme ich leicht auf F oder so. Ist halt blöd, dass F auch gleichzeitig Abrissmodus ist. Sag mal, ist ja ich mit da unten noch verbunden dann? Never ever. Was will ich ja wohl meinen? Aber ich habe doch die Dings gewählt und den angeklickt. Hier. Raus mit uns. Luft. Stickige Grabluft. Braucht man nicht. Hä? Also, ich wähle Kabel. Ich klicke das Ding da unten nicht mal an. Und er will schon was setzen. Aber ich will doch erstmal dich da unten auswählen. Komisch. Ja, machen wir es so. Du stehst als einziger zwischen mir und meinem Ziel im Weg. Du wirst vernichtet werden. Ich habe übrigens gesehen, sind relativ viele kleine Indie-Games rausgekommen, die irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, aber irgendwie haben mich die nicht wirklich abgeholt. Deswegen habe ich die jetzt nicht weiter angeguckt. Und wir hängen deswegen... Oh, keine Masten mehr. In Foundry erstmal. Nee, was ist denn das?
No Notsender. Nee, ich brauche nicht Notsender. Hier. Strommasten. Ja, aber es gibt viele kleine Baustellen, die hier verbessert werden können. Nee, wir müssen eins nach hinten. Jawohl. Auf Wasser bauen ist einfach kacke. Wahrscheinlich wäre es einfach, sich selber erstmal eine Plattform zu zimmern und danach wieder abzureißen. Wahrscheinlich ist es einfach, wenn man ein Jetpack dann am Ende hat. Geht jetzt sogar gerade auf den Ding. Oh, das habe ich ja perfekt geplant. Mann, ein Naturtalent. Auch ein Naturtalent bin ich im Ende der Folge finden. Ich würde sagen, in der nächsten Folge binden wir das hier an und haben dann ganz viel Spaß damit, dass der Prozess da hinten automatisiert läuft.